Es gibt Tage, die verändern das Leben für immer. Jasmin Brunetti hat so einen Tag erlebt. Als alles zusammenbrach, sah sie nur noch einen Ausweg. Sie betete zu Gott. Was dann passierte, stellte alles auf den Kopf, was sie je für möglich gehalten hatte. Heute ist sie mein Gast. Herzlich willkommen, Jasmin. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist März, ein wunderbarer Tag in deiner Eisdiele. Und dann auf einmal bricht die Welt zusammen für dich. Was war passiert? Ja, es war morgens und ein Freund von mir und der Familie kam in die Eisdiele und brachte mir sozusagen eine Hiobsbotschaft. Mein Bruder, der schon jahrelang heroinsüchtig war, hat angefangen zu spritzen. Das war so für mich das Ultimatum, wo man gar keine Rettung mehr für jemand hatte. An dem Tag brach für mich wirklich die Welt zusammen. Also für dich heißt das, jetzt wo er anfängt zu spritzen, heißt das für dich, er wird bald sterben oder? Ich hatte gelernt, dass man, wenn man spritzt, dann nie wieder davon loskommt. Das war dann so, dass ich ihm gar nicht mehr helfen konnte. Also da war für mich, meine Hoffnung war verloren. Und ich hatte keine Möglichkeit mehr, ihm zu helfen. Hattest du versucht, mit deinem Bruder zu sprechen darüber dann noch? Oder? Alle möglichen Wege haben wir schon vorher, weil der war schon sehr lange in der Sucht gewesen. Er hat mehrere Therapien gehabt und auch abgeschlossen. Die haben alle nichts gebracht. Ich habe ihn auch mal mit in Urlaub genommen, dass er dann von der Gegend und der Heroin so wegkommt. Also wir haben schon alles Menschenmögliche mit Geld, mit Liebe, mit Finanzen und Therapie alles versucht. Das hat einfach nichts geholfen. Und zum Schluss dann diese Spritzerei, das war dann für mich, es geht gar nichts mehr. Ja, wir können ihm gar nicht mehr helfen. Hast du mit deinem Mann auch darüber reden können, über diese Nachricht? Ja, ich habe mit ihm darüber geredet. Wir waren schwer verkriegt, verkracht. Er war auch zu dieser Zeit in Italien, also auch in der Familie gab es Probleme, Sorgen ohne Ende. Wie kamst du der Krise? Oder wie kam das? Ja, wir waren schon jahrelang verheiratet. Er war aus Italien. Wir haben uns auseinandergelebt. Er hatte andere Vorstellungen, ich andere. Dann gab es immer wieder Streit. Wir waren eigentlich geschieden. Sagen wir jetzt nicht so richtig per Anwalt, aber wir waren getrennt. Er ging seinen eigenen Weg und ich meine. Du bist in der Eisdiele, bist Unternehmerin, musst die Eisdiele am Laufen halten. Dein Mann ist nicht da? Ehe gescheitert, ist das richtig? Ja, ja. Dann die Nachricht von deinem Bruder, dass der jetzt Heroin spritzt. Wie sollte das weitergehen? Bist du dann so ein Typ, der sagt, ich ziehe jetzt durch und das kriegen wir auch noch irgendwie geregelt? Bis dahin hatte ich diese Einstellung gehabt, aber an dem Tag war für mich die ganze Welt zusammengebrochen, wo ich gar keinen Ausweg mehr fand. Aber du musstest ja noch arbeiten. Ich habe gearbeitet, aber durch so einen Druck. Diesen ganzen Tag hinweg habe ich einfach nur gebetet, dass ich diesen Tag überstehe. Und danach habe ich mich einfach in mein Auto gesetzt und alles das, was sich angestaut hat über die ganze Zeit, die Probleme, die nie lösbar waren und auch die Ehe, die nie geklappt hat, all das ist dann so aus mir herausgebrochen. Du hast ja eben gesagt, du hast den Tag hindurch gebetet. Also wie hast du gebetet den ganzen Tag? So innerlich oder vor dich nicht geredet? Nein, nicht geredet. Ich war einfach wie so ein Roboter, der funktioniert hat. Aber innerlich habe ich dann gesagt, bitte Gott, hilf mir. Bitte Gott, hilf mir. Ich hatte schon immer so einen Glauben an Gott. Und das habe ich dann mit mir selber so ausgemacht. Bis ich dann im Auto saß, dann ist das natürlich aus mir heraus explodiert. Welche Vorstellung hast du von Gott gehabt? Eigentlich hatte ich von meiner Familie her immer gelernt, dass Gott ein strafender Gott ist, wenn man Fehler macht. Meine Mama hat dann immer gesagt, wenn ihr nicht brav seid und dieses und jenes tut, dann wird der Allah euch bestrafen. Und damit versuchte ich immer, ein wohlgefälliges Leben zu führen, damit ich nicht bestraft werde. Ja, das war deine große Vorstellung von Gott? Ja, also eigentlich hatte man Angst vor ihm. Also es war jetzt kein liebender Gott, sondern einer, vor dem man Angst zu haben braucht. Denn der kann dich bestrafen, indem einem Unglück passiert sozusagen. Und wie war das dann, wenn du als im Auto saßt und alles hinter dir war? Ich habe dann so geschrien, was meine Stimme und meine Persönlichkeit hergab. Ich habe geschrien, Gott, wo bist du? Gott, wer bist du? Gott, was bist du? Was machst du?
So habe ich geschrien zu ihm, von meiner ganzen Kraft her. Mhm. Ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du mir hilfst. Gott, der du den Himmel und die Erde geschafft hast, habe ich gesagt, siehst du mich nicht? Mhm. Siehst du meine Probleme nicht? Siehst du nicht, wie ich kämpfe? Ich brauche dich. Und ich habe geschrien und mit der Hand und Ellenbogen auf das Lenkrad gehauen und geschrien. Ich wollte nur noch sterben. Ich wollte wirklich nicht mehr leben, nicht mehr unter diesem Druck, meinen Bruder zu verlieren, nicht mehr diese Ehe, diese Probleme, die mich einfach so in meiner Persönlichkeit, in meinem Menschsein so minimiert haben, dass ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr atmen. Mhm. Ich wollte einfach all das loswerden, indem ich sage, nimm doch mir dieses Leben. Ich will nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Mhm. Ich wollte auch nicht für andere mehr da sein. Ich wollte einfach geholfen bekommen. Mhm. Und währenddessen ich so 45 Minuten von der Eisdiele nach Hause geschrien habe, ununterbrochen, kam ich auf dem Parkplatz an, ganz verheult, ganz fix und fertig mit den Nerven. Und dann habe ich nur noch gesagt, und wenn es dich gibt, Gott, entweder nimmst du mir mein Leben oder du schenkst mir ein neues. Auf dem Parkplatz da? Auf dem Parkplatz vor der Eisdiele. Und? Wir hatten da zwei Eisdielen vor der Eisdiele, wo ich dann wohnte. Ja. Und was ist passiert? In diesem Moment, wo ich mich nach vorne beugte, um das Auto zuzumachen, es war 2003, der Sommer war sehr heiß, ich habe auch noch die Fenster zugemacht, Motor aus, hatte noch in den Spiegel geguckt, wie schlimm ich ausgesehen habe. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, entweder gibst du mir ein neues Leben oder du nimmst es. Mhm. Und in diesem Moment, wo das Auto auch noch zu war, die Tür und alles, kam so ein starker Wind, so richtig wumm, in mich rein, durch mich durch und ich bin so gegen den Sitz geknallt. Also ich wäre vom Pferd gefallen eigentlich, wenn ich da auf eins gesessen habe, so wie Apostel Paulus. Und in diesem Moment habe ich gesagt, was war das denn? Das war so übernatürlich, das war so ein Druck, so eine Gewalt, dass ich eigentlich so erschrocken war und total leer war. Hast du nicht gedacht, irgendwie dein Verstand spielt dir einen Streich? Ich hab nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wirklich, ja. Das habe ich gedacht. Das war nicht zu erklären. Das war einfach übernatürlich. Wie kann denn in ein geschlossenes Fahrzeug so eine Macht von Wind reinkommen? Mhm. So ein Stoß, der auch noch mich gegen den Sitz drückte. Das war schon heftig. Und dann bliebst du erst mal sitzen und was hast du dann gemacht? Ich habe gesagt, jetzt bist du verrückt geworden. Das waren so meine Gedanken. Ich bin da noch ausgestiegen. Und während ich ausgestiegen bin, merkte ich, dass ich gar nicht den Boden berühre. Oder so kam ich mir vor. Ich war so total erleichtert, dass ich auf den Boden schaute, ob ich wirklich den Boden berühre. So was für eine Veränderung hatte ich erlebt, ohne mir bewusst zu sein, was es wirklich war. Und das war Gott? Würdest du sagen, das war Gott? Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was es war. Aber es war, ich hatte ja mit ihm gesprochen, aber ob das jetzt von ihm kam oder nicht, dazu konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Was hattest du für eine Vorstellung denn von Gott? Also ich meine, du hast ja irgendwie zu jemandem, zu irgendetwas gebetet den ganzen Tag hindurch und dann diese Autofahrt. Aber wer war denn dann Gott, zu dem du gebetet hast für dich? Ich muss sagen, in diesem Moment wusste ich es nicht, dass er es war. Nachdem ich dann aus dem Auto ausgestiegen bin, bin ich ja in den WC rein und habe dann in den Spiegel geguckt und sah erstmal eine Veränderung an mir. Das waren ja keine 2 Minuten vorher, wo ich wirklich so schlimm ausgesehen habe. So total verheult und auch noch blaue Flecken durch diese Aggressionen, die ich da total ausgelassen habe, wie so Äderchen, die in meinem Gesicht und auch in meinen Augen geplatzt waren, Blut unterlaufen, stand ich auf einmal ganz bildhübsch da. Total anderer Mensch. Und ich starrte nur in den Spiegel und sagte, was ist da passiert? Von diesem Tag an habe ich ununterbrochen angefangen zu beten, was normalerweise gar nicht mein Wesen war. Aber ich habe gebetet. Jeden Abend im Bett habe ich meine Arme aufgemacht und gesagt, Gott, wo bist du? Wer bist du? Ich brauche deine Hilfe. Und als ich dann so angefangen habe zu beten, kam ich eines Tages dazu, dass nach 3 oder 4 Wochen, wo vergangen waren, im Eislied Mona Lisa habe ich da gesessen. Ich habe da Stimmen gehört, weil ich habe ja immer im Gebet von Gott Hilfe erwartet. Dann sagte eine Stimme zu mir, Yasemin, geh zu ihnen und ich erblickte ein Pärchen, das ich kannte. Gäste, Kunden. Kunden, eigentlich Leute, die ich kannte. Sie waren Gäste im Eiscafé. Geh zu ihnen, sie werden dir helfen.
Ich ging dann auf sie los, nahm sie mit in die Eisdiele und erzählte ihnen über mein Leben, was ich normalerweise gar nicht machte. Du hast ihnen erzählt von dem Auto, von dem Wind, sowas hast du erzählt? Das habe ich ihnen nicht erzählt. Ich habe ihnen erzählt, was für Probleme ich mit meinem Bruder hatte, was für Probleme ich in meiner Ehe hatte und dass ich alles Mögliche versucht habe, um meinem Bruder zu helfen. Es hat nicht funktioniert, meine Ehe, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, selbst gebetet habe ich. Und wo ich dann gesagt habe, dass ich gebetet habe, sagten sie zu mir, wenn du gebetet hast, dann hat Gott uns geschickt, um für dich zu beten. Das war so wie so eine Antwort. Irgendwie wusste ich, das hat gepasst. Das heißt, du hast die eigentlich geprüft. Du wolltest wissen, ob das, diese Stimme, die du gehört hast, wirklich da richtig ist. Und die haben dir geantwortet? Die haben eigentlich auf die Stimme, die ich gehört habe, genau die Antwort gegeben. Sie haben gesagt, Gott hat gesagt, geh hin, frag sie. Sie werden dir helfen. Und sie sagten dann zu mir, Gott hat uns geschickt, damit wir dir helfen. Also hat das gepasst. Und ich konnte das für mich annehmen. Und dann sind Gespräche entstanden im Eiscafé. Sie haben gesagt, ja, wir sind wie wieder. Wie hießen die beiden? Wally und Alexandro. Okay. Ja, und die haben ja dann angefangen, von Jesus zu erzählen. Ich habe ihr natürlich gesagt, ich kenne Christentum, ich kenne Jesus, ich weiß darüber Bescheid. Was haben die dir denn erzählt? Ich meine. Also eigentlich... was sehr wichtig für mich war, dass der Alexandro gesagt hat, es gibt vier Weltreligionen. Er sagte, Krishna behauptet, eine Seherin zu sein, Buddha ein Gläubiger, Mohammed ein Prophet und Jesus hat gesagt, er wäre Gottes Sohn. Mhm. Wenn jetzt alle vier die Wahrheit sagen würden, an wen müsstest du glauben? Was hast du geantwortet? Nee, habe ich gesagt, natürlich hier würde ich an Jesus glauben, aber so einfach ist das nicht. Und das wollte ich dann auch nicht glauben, dass es so einfach ist, einfach an Jesus zu glauben und dadurch dann zu erkennen, dass es die Wahrheit ist. Aber ihr habt dann weiter diskutiert über dieses Thema? Weil diese Diskussionen lauter zugenommen haben, haben sie mir geraten, ich soll einfach beten. Denn Gott hätte schon mein Gebet erhört und sie in mein Leben gebracht und ich sollte weiterhin beten. Und das habe ich dann auch getan. Dann habe ich von da an gebetet, Gott, was ist die Wahrheit? Weil jeder hatte für sich selbst eine Wahrheit. Dann träumte ich das erste Mal von Jesus und ich habe mich sehr erschrocken. Das habe ich dann auch meinem Mann erzählt. Was hast du geträumt, wenn ich fragen darf? Ich habe geträumt, Jesus steht einfach vor mir. Wie sah der aus? Ja, er sieht, man kann ihn nicht beschreiben, wie er aussieht. Also er sieht, ein ganz normaler Mensch. Ein bisschen so, wie man ihn beschreibt, aber du weißt einfach, dass es Jesus ist. Du weißt das. Okay. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, Jesus, was willst du denn von mir? Geh weg, habe ich noch gesagt. Und daraufhin, wo ich dann wach geworden bin, habe ich nur noch geweint. Ich habe gesagt, jetzt sehe ich noch Jesus, die haben mir eine Gehirnwäsche verpasst, mich manipuliert. Dann habe ich angefangen zu beten, Gott schickt mir Mohammed, schickt mir Ali, schickt mir Musa, also Mose. Und wollte dann von Jesus nichts wissen. Mhm. Betete weiter und träumte dann wieder von Jesus. Wieder sah ich Jesus und eine Person voller Licht. Und hörte dann sprechen, dass jemand zu mir sagt, das ist Jesus und das ist Gott. Der Allmächtige. Du warst Moslem, du bist aufgewachsen als Moslem. Für dich war das jetzt aber klar, ja, dass das jetzt eine... Ich war Muslimin, habe das jetzt nicht großartig praktiziert, aber alles das, was meine Eltern mir beigebracht haben, daran habe ich schon geglaubt. Und jetzt in diesem Traum, musstest du was machen? Oder? Ich musste nichts machen, aber ich war immer darüber erschreckt, dass ich suchte Gott. Was hatte jetzt Jesus denn mit Gott zu tun? Ich wusste, Gott hat seine Gesandten. Für mich war Jesus einer seiner Gesandten oder Buddha oder Krishna und die anderen. Ich konnte das jetzt, diese Verbindung nicht herstellen. Mhm. Für mich war Gott wichtig. Mhm. Drumherum das nicht. Mhm. Und das konnte ich dann für mich nicht annehmen. Hast du mit beiden dann weiter darüber reden können? Naja, dann, wo ich das zweite Mal von Jesus und dann noch einer Person, die neben ihm steht, die so geschienen hat, voller Licht, noch stärker als Sonne und Mond zusammen, so ein Licht, wo man auch reingucken kann. Man kann ja für gewöhnlich nicht in so ein starkes Licht hineinschauen, aber ich konnte das. Und das hat mir wirklich den Rest gegeben. Und dann habe ich 3 Tage lang so geweint und so gebetet und immer wieder gesagt, Gott, ich möchte gern Ali oder Mohammed sehen. Und am dritten Tag war das so schlimm, dass ich meinen Kopf nach wirklich stündlichem Weinen auf mein Kissen getan habe. Und während ich meine Augen geschlossen habe, wurde ich in den Himmel entrückt. Ich war sofort im Himmel. Ich wusste gar nicht selber, wie das geschah, wie so ein Augenaufschlag. So schnell ging das. Mhm.
Ich war auf einmal im Himmel und ich dachte, ich wäre tot. Woher wusstest du, dass das der Himmel war? Weil es einfach der Himmel war. Über mir war Himmel, unter mir war Himmel. Es war keine Erde war mehr da. Ich war einfach entrückt. Ich war in einer Sekunde an einem ganz anderen Ort, aber ich war da. Du hast dich gespürt und trotzdem? Na klar, es war real, so wie wir hier sitzen. Es war so real und es war so schön, so schön. Meine ersten Gedanken waren, ich will hier bleiben. Es war gar nicht mehr meine Probleme, sondern bin ich jetzt im Himmel, bin ich tot? Und wenn ich dann jetzt tot bin, wo sind dann die anderen? So fing ich an, um mich herum zu gucken, was dann jetzt passiert ist. Und was war um dich herum? Einfach nur Himmel. Einfach nur eine Liebe, eine Schönheit an einer Gegenwart, die man eigentlich gar nicht beschreiben kann, weil es die auf der Erde nicht gibt. Man kann sie nicht wiedergeben, weil es nicht Irdisches ist einfach. Mhm. Ich wusste, ich bin im Himmel, aber was hatte ich da zu suchen? Warum war ich alleine? Und wer ich da so guckte, Wolken über mir, hinter mir, unter mir, schaute ich einfach nach Menschen um. Und ich sah nach oben und erblickte eine Wolke, auf der stand tatsächlich eine Person. Und ich habe noch so geguckt, was das ist, und schwupp, stand auf einmal so wirklich face to face Jesus mir gegenüber, der auf eine Wolke kam. Was hat er gesagt oder was hat er gemacht oder was hast du gemacht? Also ich war einfach vor ihm so, als er wusste alles über mein Leben. Das wusste ich. Ich schaute mir so tief in die Augen und ich sagte einfach, Jesus, was willst denn du von mir? Ich sagte, Yasemin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und in dem Moment, wo ich ihn fragte, was willst du von mir, bin ich dann auch aufgewacht und war immer noch im Bett und hörte eine Stimme sagen, öffne das Buch. Ich erkannte sofort, dass ich diese Stimme schon mehrmals gehört hatte und dass sie jetzt zu Jesus gehörte. Also die gehörte einer Person an, das war die Person Jesus. Und ich nahm das Buch und es war das Neue Testament, was ich auch geschenkt bekommen hatte. Ich öffnete die Offenbarung und las da die Sätze. Und wenn du mir die Tür deines Herzens öffnest, werde ich reinkommen, werde dir einen Tisch decken im Angesicht deiner Feinde und mit dir Mahl haben bis am Ende dieses Zeitalters. Und diese Buchstaben, die erhebten sich aus der Bibel heraus, so dass ich genau das las, was ich aber auch hörte gleichzeitig. Und dann sagte ich einfach nur, komm in mein Herz. Und es war so was von Gigantisches, was da passiert ist. Ich war ein anderer Mensch. Irgendwie war ich so von innen nach außen verändert worden. Und es ist so, als würde wirklich so ein Schleier von meinen Augen weggenommen werden. Ich war auf einmal voller Zuversicht, voller Liebe, gedrängt von Jesus. Und es war so einzigartig. Das kann man einfach nicht beschreiben, wenn man es nicht selbst erlebt. Es ist, und das trage ich heute noch in mir, was ich an dem Tag erlebt habe. Ich merke das. Du hast aber die ganze Zeit gebetet, zeig mir Ali, zeig mir Mohammed. Und was ist jetzt aus diesem Gebet geworden? Ja, das Gebet war, zeig mir die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das ewige Leben. Alles andere war dann beiseite? Es war weg. Und so schön hat der Herr mir gezeigt, dass alles, was ich erlebt habe, das steht nur in der Bibel. Es steht in keinem anderen Buch drin. Wie Jesus auf einer Wolke kam, das steht in der Bibel. Andere Träume, die ich gehabt habe, die stehen. Diese Ereignisse, die mir geschehen sind, die sind in der Bibel wiederzufinden. Somit war das die Wahrheit. Ich hatte einfach den Himmel in meinem Leben erlebt. Die Begegnungen erlebt, die Realität erlebt und ich habe die Wahrheit gefunden. Natürlich war es nicht einfach, daran zu glauben, aber wenn der Herr aller Herren, Jesus Christus, persönlich dir gegenübersteht, nimmt er dir jede Lüge weg. Hast du das dann sofort deinem Mann erzählen können, deinen Kindern? Also mein Mann war dann wieder zurück nach Italien gereist und dann habe ich dann angefangen, für meinen Mann zu beten, für meine Familie zu beten. Ich bin dann durch Wally und Alexandro auch mitgenommen worden in die Gemeinde, in eine Kirche. Ich habe mich gewundert, dass ich vorher nie davon gehört habe. Dass es, und so wie ich dich kenne, hast du dann bestimmt mit Gott diskutiert darüber. Also es gab immer Gespräche, wo ich nicht mit zufrieden war und immer wieder dann selber in Gebet ging, um vom Gott persönlich eine Antwort zu haben. Weil ich konnte das nicht so annehmen. Und deswegen hatte ich immer ein
persönliches Termin mit Gott, sage ich mal. Immer gebetet, Herr, was sagst du dazu? Und Jesus selber hat darum gebetet, mir die Augen für die Sachen zu öffnen. Ja. Als du deinem Mann jetzt am Telefon erzählt hast, was dir passiert ist, wie hat er reagiert? Naja, der war kurze Zeit danach, war er in Deutschland und wollte sehen, was bei mir in meinem Leben so passiert ist. Ich war natürlich ein ganz anderer Mensch für ihn. Ich habe ihm gesagt, wir finden schon eine Lösung, komm zurück. Mhm. Gott wird uns helfen. Dass er sowas aus meinem Mund hört, das war für ihn auch nicht normal. Ich meine, er ist katholisch aufgewachsen, ja, als Italiener. Ja, 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 ja. Und jetzt, wie hat er reagiert? Als er kam, da dachte ich, ich habe einen Freund, der heißt Jesus. Ehrlich. Und dann habe ich ihn mitgenommen in einen Hauskreis. Und er war natürlich gottgläubig, glaubt an Jesus und Heiligen Geist, das kannte er alles. Und die haben ihn gefragt, ob er denn sein Leben Jesus übergeben hat. Er hat gesagt, ach, gibt es denn sowas? Ich habe das noch nie gemacht. Haben sie ihn gefragt, ob er das machen möchte? Dann hat er gesagt, ja. Und dann sah ich ihn das erste Mal in seinem Leben auf Knie gehen. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben. Der hat das ernst gemeint? Der hat das ernst gemeint. Der hat das total ernst gemeint und Gott hat auch darauf auf eine wunderbare Art und Weise geantwortet. Was ist passiert? Oder? Ja, dann hat er ein Buch bekommen, den Himmelsbürger. Der ist kein Mensch, der gerne liest, aber das Buch hat er gelesen. Und irgendwann mitten in der Nacht kam der Heilige Geist so voller Kraft und Macht in unser Zimmer, dass er angefangen hat, von 12 Uhr nachts bis morgen früh 5 Uhr zu weinen, ohne Unterbrechung. So was von strömendem Wasser kam aus seinen Augen, das gar nichts mehr gab, wo er sich in Tränen mit wischen konnte. Dann stand er auf und hat mich um Vergebung gebeten und ich ihn. Und somit hat Gott unsere Ehe übernatürlich geheilt. Und so war dann seine Bekehrung auch komplett von Gott regiert. Also, ja. Du hast auch erzählt, dass dein Bruder abhängig war, dann Heroin gespritzt hat. Wie ist es mit dem gewesen? Also für ihn haben die ja gebetet, die Geschwister haben gefragt, was wir denn für dich beten können. Und für mich war das Einzigste und das Schmerzhafteste mein Bruder. Und ich habe gesagt, betet für meinen Bruder. Da haben sie gefragt, wie er heißt. Ich habe das dann hingeschrieben. Und dann haben sie auch noch gefragt, spezifisch, was sollen wir denn für ihn beten? Ich dachte, ja, er ist weg, er soll mal zu mir kommen. Sie schrieb das auf, die Walli. Und dann, ich sagte, er soll in die Türkei. Das hat sie aufgeschrieben. Er soll auf Dorf sich entgiften. Im Militär würden sie einen erwachsenen Mann an Disziplin lernen. Und was noch, was noch? Und dann habe ich gesagt, ja, Gott soll sein Leben retten. Und tatsächlich, so wie sie es geschrieben hat, so haben sie gebetet und genau so exakt ist es eingetroffen. Ist er jetzt in der Türkei, in der Armee? Ja, das hat er alles sein Hinters. Der ist ja dann in der Nacht um 1:39 Uhr gekommen. 18 Stunden später war er im Flugzeug in der Türkei. 3 Tage später war er im Dorf. 3 Monate später war er bei der Bundeswehr. Und dann hat er nach der Bundeswehr... Also in der türkischen Armee? Ja, in der türkischen Armee. Und danach hat er sein Leben Jesus gegeben. Wow, das heißt, der ist frei? Der ist frei, ja. Gott hat ihn gerettet und er hat geheiratet, sind nach Deutschland gekommen. Gott hat auch da so große Wunder getan. Also in unserem Leben tut der Herr wirklich große Zeichen und Wunder. Ist das normal, dass man als Christ sowas erlebt, so wie du das beschreibst? Naja, manche erleben solche Sachen nicht. Manche eine erleben es vielleicht noch krasser. Jedem, wie er es braucht. In meinem Leben habe ich es so gebraucht. Was, wenn jemand dich sowas fragt, ja, du ihm die Geschichte erzählst und er sagt zu dir, du bist doch total verrückt. Was antwortest du dem dann? Ja, nach Jesus. Verrückt nach Jesus. Das antworte ich dem. Aber die merken auch die Veränderungen. Und ich erzähle natürlich, die Zeugnisse haben Kraft und das kommt rüber. Und irgendwie wollen sie mehr wissen und dadurch sage ich ihnen, sie sollen beten, wie ich es getan habe. Und Gott antwortet. Vielen Dank. Gott antwortet. Jasmin, danke, dass du heute hier warst. Gerne. Deine Geschichte macht sehr, sehr viel Mut. Dir auch weiterhin alles Gute. Dankeschön. Jasmin Brunetti hat am Tiefpunkt ihres Lebens erfahren, dass Gott real ist und konkret eingreift. Was auch immer dich bewegt und dich zur Verzweiflung bringt, Gott ist auch für dich da. Probiere es einfach mal aus. Und falls du Fragen hast, schreib uns eine Mail oder kommentiere unter diesem Video. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es übrigens viele weitere spannende Geschichten, in denen Menschen Gott begegnet ist. Klick doch mal rein, ich würde mich freuen.